Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Protocast 2, der Schleifer. Wir fahren heute den Aston Martin Vantage GTE. Und da suchen wir uns dann auch gleich mal eine Lackierung. Da müsste doch eigentlich, sag mal, 75, 55... 93. Wollen die mich jetzt verarschen? Da ist die 95. Aber das war zu dem Zeitpunkt. Ich bin gerade am Überlegen. Das ist aber nicht die Lackierung von Team. Kurios. Wie auch immer, wir fahren den Aston Martin Vantage GTE aus dem Jahr 2014. Ist ein GTE-Fahrzeug, Heck angetrieben, 301 km/h Maximalgeschwindigkeit, 3,15 Sekunden von 0 auf 100, 520 PS Leistung, 1225 kg Gewicht. Getriebe ist eine 6-Gang-Sequentiell-Schaltung, Motortyp V8, Features, Traktionskontrolle, ABS gibt es im GTE nicht. Und Schwierigkeit ist, naja, mittel zu fahren. Kurvengeschwindigkeit ist, ja, mittel. Wählen wir mal aus das Ganze. Und starten rein. Ich bin gespannt, ob wir hier gleich einen Rekord sehen. Von Erbutta. Mhm, okay, ich bin hier schon mal gefahren mit dem Auto. Echt, ich bin da schon mal gefahren. 846002. Interessant. Wann habe ich denn das gemacht? Vom Schleifer irgendwann. Wahrscheinlich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Na, bin ich mal gespannt, ob wir hier unsere eigene Zeit schlagen können. Das Tuning-Setup ist locker 1. Okay, da habe ich also auch schon angepasst. Müssen wir natürlich das normale Locker auswählen. Nicht locker 1. So, und dann gehen wir mal rein hier. Und fahren mal einen schönen GTE von Aston Martin auf der Nürburgring Combine-Strecke. Scheiß Bodenwelle da. Oh, ich bin viel zu schnell. Ich hoffe, wir kriegen keine Strafe. Wir sind schon über Startziel. War sehr optimistisch, was ich da gemacht habe. Nicht gut gefahren da oben. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen näher ranholen, dass es mir nicht im Weg ist, wenn ich lenken will. So, hier unten eigentlich diesmal ganz gut rumgekommen. Oh. Das Auto geht echt in Drift, ohne Scheiß. Ich habe das im Gefühl, ganz leichtes Heck hat er. Der lenkt ganz schön mit im Popo. Zu früh eingelenkt hier auf die Kurve, dann komme ich hier zu weit raus, das ist normal nicht gut. Ach Mist, ich habe die Schatten wieder nicht umgestellt. Ich wollte ja eigentlich die Schatten umstellen. Damit dieses Flimmern da mal aufhört. Aber ganz ohne Schatten zu fahren ist auch kacke und auf Ultra weiß ich nicht, ob ich das auf Ultra brauche. Das nicht zu viel Leistung frisst. Ich muss mich eh nochmal über die ganzen Grafikkarten-Settings hermachen.
Aber ans Original kommt es eh nicht ran. Ist eh vergebenste Lebensmüh. So. Quittelbacher Höhe. Oh. Das war nicht gut gefahren. Ich hätte vorher bremsen sollen. Da war ich zu optimistisch und dachte, ich kann da Vollgas im sechsten durchfahren. Totaler Nonsens. Oh, nicht aufs Gras kommen, nicht aufs Gras kommen, gar nicht aufs Gras kommen, bitte nicht aufs Gras kommen. Irgendwie haben wir ihn abgefangen, ich weiß nicht wie. Und dann rein hier in die Fuchsröhre. Ja, GTEs, habe ich mir erklären lassen, sind sowas ähnliches wie Silhouette Cars. Die haben sozusagen nur das Aussehen übergestülpt, wie die Serienfahrzeuge, sind aber eigentlich im Unterbau, haben die gar nichts mehr mit Serie zu tun. Anders wie ein GT3. Ein GT3, der ist noch seriennäher so ein bisschen, wenn er natürlich auch ein kompletter Rennwagen ist, da brauchen wir uns nicht lang drüber streiten. So, dann hier rein in die Spiegelkurve oder auch Piff Puff genannt von den Engländern. Eigentlich, also auf Englisch sagt man Piff Puff. Dreifach rechts oder Miss Hit Miss genannt. Und dann hier unten rein in Wehrseifen. Zu schnell umgelenkt. Das kostet Zeit. Habe ich den Körper ein bisschen hart getroffen, weil ich viel zu gut eingelenkt habe. Total unsauber gefahren die Runde. Perfekte Einstimmung aufs anstehende Formel 1 Rennen, was ich gleich aufnehme. Ich weiß nicht, es fühlt sich so gut hier an. Der Grip, die Geräusche, das Rutschen, das Driften, das leichte Sliden, der Slip sozusagen. Aber nee, wenn du das Setup so machst, dass du schnell fährst, dann hast du das alles nicht mehr. Das ist total kurios. Zumindest nicht, wenn du einen Formel C fährst. Ich weiß nicht, was die mit dem Spiel gemacht haben. Ach, der will nicht drin bleiben im Karussell. Normalerweise gehst du rein und dann Pedal to the Metal. Und dann katapultierst du dich da mit 100 km/h raus, aber der will gerade nicht drin bleiben. Also, naja, wurscht. Ja, ich fahre ein bisschen unrund, ein bisschen ruppig. Ist natürlich mangelndes Training der Autos. Die müssen ja auch das machen, was du von ihnen erwartest. Und wenn sie das nicht machen, dann kriegst du halt ein Problem. Thank you.
So. Ja, viel zu lange innen geblieben. Heißt, ich war zu langsam. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Und wenn ich ihn kaputt mache, ist mir völlig egal. Ich will's wissen. So, Döttinger Höhe. Zeit, um Luft zu holen. Oder wie alle Profis in ihren Videos sagen, Zeit, alle Informationen an die Box zu funken und die Hände zu entspannen. Alter, das gibt's nicht. Wieso? Wieso brauchen wir so lang? Wieso brauchen wir 8:51? Lass mich raten, die Zeit ist gelaufen, bevor ich Stadtziel überquert habe. Anders kann ich mir es nicht erklären. Holla die Waldfee, was ein Ritt. Vor allem am Schluss hier oben. So, ich sortiere mich gerade nochmal. Ich hole noch ein bisschen Luft. Lass das Auto mal ein bisschen hier Cooldown, ne? Obwohl, der braucht keinen Cooldown. Da sind hier alle Kühleröffnungen und alle Reifentemperaturen und alle Bremsöffnungen und so weiter. Das ist alles viel zu falsch eingestellt, alles viel zu groß. Ihr seht, wir haben kalte Bremsen, wir haben kalte Reifen und wir haben einen kalten Motor. Was soll ich sagen? Ist halt so, Baseline Setup in Project Cars ist, naja. Wobei, ich muss mal sagen, das hier ist jetzt mal nicht so schlecht. Wenn ich in iRacing eine 8:40 schaffe. Ja, gut. Nee. Es ist halt doch anders. Also wir verlieren auf jeden Fall, verlieren wir Zeit in diesem Baseline gegenüber dem iRacing Baseline. Die Baseline-Setups, die sind nicht so der Knaller. Echt nicht. Ich habe da mal ein bisschen rumprobiert, also die kannst du großteils, brauchst du da gar nicht mehr lang dran rumschrauben, weil am besten brauchst du komplett ein eigenes, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. So, das soll's gewesen sein, ich spring mal raus, dann gucken wir uns noch die Wiederholung an. Erstmal hier die Auslaufrunde übergeben. Und dann sind wir hier in der Wiederholung, sehen das Auto von außen, wie er über Startziel geht. Und alles, das ist unglaublich, wie die Grafik mittlerweile aussieht. Ich muss da wieder umstellen. Das geht mal gar nicht. Überhaupt nicht geht das, was mir Nvidia da eingestellt hat. Das sieht sogar im Replay scheiße aus. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... So, da haben wir nicht einen vollen Schwung mitgenommen. Da hätten wir ein bisschen mehr drauf treten können. Einen weiteren Bogen gehen. Das ist die 95, aber die hat doch hinten Amateur drauf. Das finde ich auch interessant. Das ist also nicht das Pro-Auto gewesen, der GTE, die 95, sondern es war zu dem Zeitpunkt, als dieses Design gefahren wurde, ein Amateur-Auto. Mittlerweile ist die 95 ja ein Pro-Auto. Ich bin gerade am überlegen, Niki Team, Sörensen und wer sitzt da noch drauf? Sitzt noch jemand drauf? Das sind, glaube ich, drei Fahrer. Aber ich glaube, Niki Team und Sörensen sind die zwei Haupteinsatzfahrer. Boah, hier und alles, seht ihr das? Dieses Flickern in der Frontscheibe. Ich bin nicht happy. Es könnte besser aussehen, wenn ich es, wenn ich die Grafikeinstellung gemacht hätte, bevor ich es jetzt feststelle, dass ich es nicht gemacht habe. Schrecklich. Könnte so viel schöner aussehen. Nächste Folge ist wieder schöner. Versprochen. Ich weiß nicht, was Nvidia mit meinem Rechner gemacht hat und was Microsoft mit meinem Rechner gemacht hat.
alles leidet so ein bisschen darunter. Und dieses Bildflackern, das sollen die Schatten sein und die kann man ganz ausmachen. Oder eben auf Ultra machen, dann hätte man das Problem nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es dann nicht ganz ausmache. Wobei, ein bisschen Schattenwurf brauchst du eigentlich, ja? Du brauchst keinen Ultraschatten, aber ein bisschen Schattenwurf brauchst du. Naja. Ich mach mir da mal meine Gedanken zu. Ich werde es vielleicht auch mal testen. Und dann sehen wir uns das Ganze nochmal in der nächsten Folge, wie es dann aussieht. Gestern habe ich eine ultra interessante Dokumentation entdeckt. Ist eigentlich eine Kika-Doku. Pole Position heißt die, lief in Südwest 3. Oder ist zumindest von denen hochgeladen worden. Auf YouTube. Und bietet interessante Einblicke in Rennsport. Ich habe mich vor kurzem wieder mit jemand in einem Chat auseinandersetzen dürfen, der meinte, ja, kauf dir doch einfach ein richtiges Auto und fahr richtig Rennen. Ja, was willst du denn am Computer Rennen fahren? Da habe ich gesagt, das ist schweineteuer, das kann sich doch kein Mensch erlauben. Dann sagt der, ach, wo, musst du denn keinen Rennwagen kaufen, ja? Dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich dann kaufen? Ja, ein Straßenauto. Und dann sage ich, aber selbst ein Straßenauto im Rennsport einzusetzen, ist schweineteuer. Dann hat er gesagt, Ivo, das kostet nicht viel. Ja, von wegen, ey. Wisst ihr, so ein Trex Formel 4, 50.000 Euro Anschaffungspreis und 800 Euro pro Reifensatz. Hey, Leute, wenn mir da erzählt, das kostet doch nicht viel, wie viele Millionen hat der auf dem Konto? Also ich kann es mir nicht leisten, deshalb fahre ich am Computer. Ich bin auch so alt, ich würde keinen Sponsor mehr finden, ja? Wenn du mit 42 losgehst und sagst, ich suche einen Sponsor, der mir einen Formel 4 Einsatz bezahlt, gucken dich alle an und denken, du bist ganz bescheuert, ja? Ist halt so. Leute, die ganz viel Geld haben, die können sich das erlauben. Ich sag mal, dass so ein Däner bei irgendwie KTM irgendwas mitfährt, der hat die Kohle, um sich das leisten zu können. Und dass JP jetzt ein eigenes Rennteam aufmacht, der hat auch die Kohle, um sich das leisten zu können. Versteht ihr? Das ist nicht so, dass das billig ist oder dass irgendwer das bezahlt. Die Leute brauchen Geld, die sowas machen. So, da habe ich nicht gut erwischt. Ey, das ist ganz, ganz, ganz übel. Und da ist jetzt so ein Hitzeflimmern drin gewesen. Zum ersten Mal gesehen. Ja, die Grafik ist nicht beeindruckend, ne? So runtergeschraubt. Ich bin immer wieder hier so ein bisschen mit mir am Hadern, wenn ich das hier gerade so im Moment sehe. Ich würde am liebsten Alt F4 drücken, alles richtig einstellen, das nochmal fahren. Aber solange ich keine Soundprobleme habe und ihr versteht, was ich sag, lassen wir es, glaube ich, dabei. Machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Ansonsten, der GTE hat sich super gefahren, auch ohne ABS. Bin ja eh jemand, der ABS jetzt nicht unbedingt braucht. Weil ich sowieso immer zu früh und zu sanft bremse, ja. Das ist eine Krankheit von mir. Zu früh und zu sanft zu bremsen. Wenn ich daran noch ein bisschen arbeite, dann gewinne ich nochmal ein bisschen mehr Zeit. Manchmal muss das einfach aggressiv verfahren, verstehst du? Also so richtig reinschmeißen, so nach dem Motto, dann fliege ich halt ab, wenn ich die Kurve nicht kriege. Besser ist natürlich, du weißt ganz genau, was du machen kannst, damit du die Kurve kriegst. Und da wollte er einfach nicht drin bleiben, ja? Zwei, dreimal hat es ihn oben rausgehauen, ich weiß nicht warum. Also normalerweise fährst du ins Karussell rein, trittst im Scheitelpunkt aufs Gas und dann wird der rauskatapultiert mit fast 100 km/h und der will einfach zweimal rausspringen aus dem Karussell. Ganz komisch. Vielleicht war ich zu schnell, aber keine Ahnung. Ja, eigentlich sollte ich mich von den hohen Curbs fernhalten. Es kostet mehr Zeit, wie es bringt.
weil das Auto dadurch total unruhig wird. Diese Doku, ne, dieses Pole Position, junge Fahrer, wie auch immer, vom Kika-Kanal, hammergeile Doku. Ne? Kann ich nur jedem empfehlen, der meint, Motorsport sei billig und er könnte irgendwie ein paar 20 nochmal anfangen. Und die Kommentare unter diesen Videos, da zweifelst du an der Menschheit. Da gibt es tatsächlich so Affen, die dann schreiben so, die leben meinen Traum, womit haben die Rotzgören das verdient? Einfach nur Papas Kohle dazu versenken, die kriegen jeden Scheiß in den Arsch geschoben. Ich glaube, so ist das nicht, ja. Das ist der pure Neid, der da spricht. Wenn du mitkriegst, die müssen sich um Sponsoren kümmern. Die haben Sponsorentermine, die müssen die Schule nebenbei noch auf die Reihe kriegen. Also ich glaube nicht, dass das einfach ist. So wie der das darstellt. Ganz im Gegenteil. Er ist wahrscheinlich nicht mal ein Mensch, der bereit wäre, das alles zu opfern. Der meint, da steigst du halt ein und gibst halt Gas, ja. Gibt ja viele, die immer so denken, so alles ist so easy und alles ist so einfach. Aber die sind nicht bereit dafür zu arbeiten, um das easy und einfache dann am Schluss zu kriegen. Weil das ist eine Menge Arbeit, ja, das kann ich euch sagen. Allein was ich hier im Simracing schon erlebe, es ist so eine Menge Arbeit. Wenn du auf Speed kommen willst und wenn du lernen willst und wenn du Dinge verstehen willst und was das in echt alles kostet, ja. Ich meine, in echt kostet eine Runde auf dem Nordschleife, das kostet ein kleines Vermögen, wenn das für dich allein reserviert wird. Um dann mal so eine Runde zu drehen, wie ich die jetzt hier gerade mal gedreht habe. Gut, das soll es gewesen sein heute in der Schleifer. Auto ist hier auf der Cooldown Lab. Und da habe ich es besser gefahren, wie in der eigentlichen Runde. Naja, was willst du machen? Ist halt so. Manchmal stehst du ja selbst im Weg. Ja, eine 8,51, 4,25 sind wir dann am Schluss gefahren und das war er. Der Aston Martin Vantage GTE. Der Langstreckenmeisterschaften und Le Mans fährt. Und ich glaube, ich bin dann an der Stelle einfach mal raus, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.